alles drinnen. Ja, das Thema Mindset. Meine Güte, meine Güte. Ich wünschte, das hätte noch viel, viel, viel mehr Beachtung. Ja, also jetzt so langsam im deutschsprachigen Raum entwickelt es, ach, nee, ist das eigentlich nicht wahr. Ich finde nicht, dass hier was passiert. Aber ich finde, im amerikanischen Raum passiert schon mehr was. Da gibt es genug Workshops und Webinars und Interaktionen zum Thema Mindset und wie sich das auf die Stimme manifestiert. Und es geht auch immer darum, was passiert eigentlich beim Job, Hautfarbe, alles, alles, alles. Das spielt bei denen eine ganz, ganz große Rolle. Und das findet immer mehr und mehr und mehr Beachtung. Wir starten jetzt mal so ein bisschen die Debatte, welche Menschen beeinflussen mich? Ne? Denn das ist ein ganz, ganz großes Thema. Viele unserer Schüler, die hierher reinkommen, also die reinkommen, ich rede jetzt mal von Schülern in meinem Unterricht, weil da sind ja auch bei Coach Denise Schüler mit dabei. Die Schüler, die in meinen Unterricht reinkommen, die bringen gewisse Punkte mit sich. Und zwar die Punkte, ich kann mich jetzt hier gerade nicht frei entfalten wegen Nachbarn. Ich kann mich jetzt gerade nicht frei entfalten, weil wegen Partner. Und das andere ist auch das soziale Umfeld, Eltern, Freunde und Job. Ja? Und ich will einmal ganz kurz, dass ihr mal darüber nachdenkt. Wir gehen mal vorweg darüber rein, welche Menschen beeinflussen mich. Das könnt ihr auch gerne aufschreiben. Und vor allem, welche Menschen beeinflussen mich erstmal negativ auf meiner Gesangsreise. Denn was ich hier erlebe bei den Schülern, ist ja, dass die Schüler reinkommen mit Glaubenssätzen, die super scheiße sind. Die Schüler kommen rein, die Sänger kommen rein mit vorgefertigten Glaubenssätzen. Und ich möchte, ich kann, werde ich ja auch so ein bisschen ein paar Sachen erzählen von Partnern, die mitten im Unterricht reingekommen sind. Ne? Also ich will nur mal ganz kurz was zu mir erzählen, zu meiner Gesangreise. Viele von euch kennen mich ja auch eben aus Social Media oder auch als eure Dozentin und vielmehr auch aus dem technischen Aspekt, den ich auf Social Media mache. Mein Mindset war komplett am Arsch. Komplett am Arsch. Und trotz dessen, dass ich später auch einen Plattenvertrag hatte bei Universal Music, war mein Mindset trotzdem am Arsch. Mein Gesangsmindset war ein bisschen besser dran. Sonst wäre ich nicht so weit gekommen zu dem Plattendeal. Weil ich war mir immer sicher, als Manifestation, als Glaubenssatz, ich werde den Deal bekommen bei Universal. De facto war aber, meine Mutter war Alkoholikerin. Das heißt, es war ziemlich stressig im Haushalt bis zu meinem 16. Lebensjahr. Die hatte auch noch einen narzisstischen Anteil mitgehabt, die Liebe nach Leistung. Und wenn du die Leistung nicht bringst, wird auch nicht geklatscht. Das heißt, geklatscht wird, wenn Tanja hier rüberkommt und sie passt perfekt in dieses Bild, was ich sie gern hätte. Das heißt, mein Mindset von vornherein war auch relativ negativ. Dann habe ich später, war es eben in der Musikbranche auch nie gut genug. Ich war ja sehr stark übergewichtig, mein ganzes Leben. Ich war sehr, sehr, sehr dick, war 1,60 groß, war sehr dick und wurde ständig gemobbt und gehänselt in der Schule. Das heißt, ich wurde bis zur 10. Klasse aufwärts gemobbt, obwohl ich auch Klassensprecherin war und dann später in der Schulband, wenn ich dann angefangen habe zu singen, das war so der erste Turnaround in meiner Gesangsreise, wo ich ein bisschen Aufmerksamkeit, Bestätigung bekommen habe, Anerkennung von außen und das erste Mal auch sowas wie Stimme. Ich bin hörbar und ich bin's wert, dass man mich auch anhört. Und das war für mich völlig neu, weil ich war dick, mir wurden mein Handy geklaut, wurde nach der Schule verprügelt und dann kam ich nach Hause und meine Mutter war besoffen. Das heißt, so sah eigentlich erstmal der Alltag aus. Aber ich wollte unbedingt Sängerin werden, das war mein ganz, ganz großer Traum. Ich wollte schon immer auf die Bühne, wurde dann relativ früh beim Indie-Label gesigned und habe dann angefangen, 10 Jahre Musik zu machen. Alle Plattenfirmen haben mich abgelehnt. Alle. Ich habe 2 Alben gemacht, die ich aufgenommen habe. Ich bin von Produzent zu Produzent. Das Projekt, da wurde sehr viel Geld reingepumpt. Ja, und später ging das nicht mehr weiter an die Veröffentlichung. Ich hatte einen Burnout. Und dann bin ich in eine Depression gefallen für ein Jahr. Dann habe ich gesagt, fuck off, ich mache nie wieder Musik. Scheiße drauf, ich kann es nicht mehr. Die Musik war der Teufel, weil ich hatte bis zum dato, bin ich früher von der Oberstufe abgegangen. Ich habe dann kein Abitur gemacht, bin ab der 11. abgegangen und stand da und habe gesagt, jetzt gebe ich all in nur für die Gesangskarriere. Weil jetzt ist ja der Deal da und ich kann jetzt nicht beides auf einmal.
Dann bin ich jobben gegangen als Kellnerin in einer Eisdiele, in einer Bar, im Catering-Service, im Restaurant. Und da habe ich erstmal nur Scheißjobs gemacht und gekellnert, bis mir die Beine wehgetan haben. Nebenbei bin ich ins Studio gegangen, dreimal die Woche, um das Album zu machen, Musik. Und dann habe ich relativ früh auch angefangen, als Dozentin zu arbeiten. Dann habe ich eine Ausbildung gemacht im Musical-Bereich und habe dann gesagt, okay, so jetzt arbeite ich als Dozentin. Weil das konnte ich schon immer sehr gut. Da habe ich auch sehr früh angefangen mit 21, 22. Aber der Hustle, der war richtig brutal. Und gut genug war ich für die nie. Als ich den ersten Showcase gespielt habe mit der Tanja Levy Band, waren die Produzenten, wir haben viele Leute eingeladen von Universal, von Sony, von Warner. Und der Typ von Warner Music, der die Sänger alle einkauft, hat gesagt, die Tanja ist so dick wie die Maite Kelly. Die muss so dringend abnehmen, sonst läuft hier gar nichts. Dann haben meine Produzenten beschlossen, dass sie dass sie eine Waage ins Studio stellen wollen, damit die Tanja abnimmt. Das war 2013, 2014. Die haben gesagt, Tanja ist zu dick, als dass wir das verkaufen können. Wir wollen Tanja, warum nimmst du nicht ab? Vor jedem Auftritt, später dann im Management, da bin ich als Vorgruppe unterwegs gewesen mit Part 6, As 5, mit Lafay und Monrose und so, das sind ja noch ältere Namen. Und dann haben die gesagt, Tanja, du musst immer wieder abnehmen, abnehmen, abnehmen. Hab nur einen Apfel gefressen, zweimal joggen gegangen, ich habe kein Kilo abgenommen, ich habe es nicht geschafft. Es war katastrophal. Und die Plattenbranche war knallhart. Und ich sag euch, mein Glaubenssatz und mein Mindset war schon zu dem Zeitpunkt total am Arsch. Also ich wundere mich nicht, warum ich den Plattenvertrag nicht halten konnte. Weil heute, das ist jetzt 10 Jahre später, ne? So, ich bin Anfang 30, ja. Mehr müsst ihr dazu nicht wissen, wie alt ich bin, ja. Ich würde mal für immer 29, wie ich das gepostet habe. Aber wenn ich das jetzt vergleiche, wie früher es war, ich war total negativ. Dann kamen dazu noch die Partner. War dann später noch in einer narzisstischen Beziehung. Da bin ich jetzt im Januar rausgekommen, diesen Januar. Und mein Partner hat gesagt, die Tanja Levy Vocal Studio Schule ist so scheiße und so peinlich. Ich weiß nicht, wie du das machen kannst. Wow. Also das heißt, das war eine On-Off-Beziehung, narzisstischer Partner. Und der war der erste Hater in der ersten Reihe. Live auf Dauerschleife. Der hat ständig gesagt, das ist peinlich und dein ganzes Vocal Coaching. Und da habe ich gesagt, ich will wieder ins Studio gehen, weil ich habe ein Angebot bekommen von einem Label. Und da habe ich damals zu ihm gesagt, komm, das mache ich. Ich gehe wieder ins Studio. Was? Das willst du wirklich machen? Dann willst du am besten auch noch Schlager singen. Boah, wie peinlich. Ich will keine Frau daten, die echt noch auf die Bühne geht und Schlager singt. Das sind, ich weiß gar nicht, warum ich das angehört habe. Ich weiß schon, warum ich das angehört habe. Ne? Weil ich gedacht habe, das war eine komplexe Beziehung. Aber ich möchte euch ganz ehrlich sagen, alles, was hier in dieser Schule passiert, passiert immer von Erfahrung. Das sind alles Erfahrungen, die ich selber gemacht habe, die ich weitergebe. Ich ziehe mir das nicht raus, nur weil ich das irgendwo in einem Blog gesehen habe. Und deswegen ist das ganz, 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 ganz wichtig. Die meisten Menschen, ich sag mal, die meisten Personen, die gegen eure Träume und Ziele sind auf eurer Reise, sind näher, als ihr denkt. Bei mir war es der Partner, bei dem ich abends ins Bett gegangen bin, der mir gesagt hat, regelmäßig, wie kacke das ist. Der hat mir übrigens auch gesagt, ich sei dick. Der wollte, dass ich die Haare braun mache und ich wiege 60 Kilo und er meint, es ist immer noch dick. Und abgesehen mal von als ich die erste Online-Ausbildung, den allerersten Tag der Online-Ausbildung gemacht habe, die allererste Einheit, ich war so aufgeregt. Und das war eine ganz große Sache in der Reise dieser Schule. Das war ein ganz wichtiger Moment. Das war fast so wichtig wie der Deal. Und dann guckt er mich an und sagt, du tust ja echt so, als ob du Pilotin bist. Als ob du wirklich Pilotin bist von einem Flugzeug. Also weiß ich nicht, sorry, das ist so peinlich. Nichts war für den peinlicher als das. Abgesehen mal davon, dass er natürlich total unter meinem Niveau war. Später hat sich herausgestellt, er hat voll über seinen Job gelogen. Über seinen Job, über sein Einkommen und so weiter. Und was ich euch aber damit sagen möchte, ist, warum erzähle ich euch das jetzt? Ich erzähle euch das alles, weil es immer ein Turnaround geben kann in eurem Leben. Also ich habe das geschafft, diesen Turnaround zu machen. Da habe ich keinen Hokuspokus. Und das mit diesen Sachen, die ich heute erwähnen werde, habe ich das für mich geschafft, einen Turnaround zu machen. In meinem Privatleben, in meinem Businessleben und meiner Gesangskarriere. Ich bin wieder im Studio.
Und ich saß im Januar im Studio von dem Produzenten von Helene Fischer. Und ich habe gesagt, auf der Liste habe ich gesagt, ich will zu dem Produzenten von Helene Fischer. Ich mach das. Kostet es, was wolle. Und das alles hat sich zentriert und gedreht zu diesem Moment. Ich saß dann da im Studio. Und was ich euch sagen will, ist, wie wichtig Glaubenssätze sind, wie wichtig das ist, diese Ziele vor Augen zu haben. Und sie können tatsächlich wahr werden. Wir haben hier Schüler, die Erfolgsgeschichten haben, wo ich denke, wow, die sind so hundertprozentig überzeugt von ihren Sachen, die drehen es einfach rum. Welche Menschen beeinflussen dich positiv oder negativ? Denn selbst der kleinste Spruch deiner Bandmitglieder, deiner Mutter oder deines Partners, das hinterlässt etwas. Und die Kette, wie das hinterlässt, das geht ganz schön weit leider. Denn das manifestiert sich als Glaubenssatz. Wir haben ganz oft erlebt, jetzt gehen wir nämlich rein, wir haben ganz oft erlebt, dass Partner, also genau, wir haben ganz oft erlebt, dass Partner innerhalb der Community bei uns in den Staaten, stimmt, gerade bei den Frauen große Rolle spielen. Ich habe schon oft Schülerinnen gehört, die gesagt haben, naja, mein Partner ist eifersüchtig, mein Partner unterstützt das nicht so richtig, mein Partner findet das nicht so geil. Mit Musik kann man kein Geld machen. Ist auch das, was ich regelmäßig habe. Sorry, wenn du das so glaubst, das ist dein Ding. Aber bitte, bitte geh nicht zu 10 anderen Leuten und erzähl denen, dass du mit Musik kein Geld machst. Nur weil du mit Musik kein Geld machst. Nur weil du mit Vocal Coaching kein Geld machst. Nur weil du keine Bühnenauftritte hast. Bitte geh nicht zu 3 anderen und zerstör deren Traum. Warum? Nein. Umgekehrt, bitte geh zu 3 anderen Leuten und sag denen, Musik macht mir Spaß. Ich krieg die High Notes. Ich bin ausgebucht. Ich gehe hier in die Tanja Levy Vocalschule und sage, wir sind ausgebucht. Ich gehe rein in mein Studio und sage, mein Gott, dieses Jahr mache ich den Plattenvertrag nochmal. Und dann ruft mich mein Produzent an und sagt, wir haben gute Neuigkeiten. Aber das würde ich nicht machen, wenn ich mit einem negativen Glaubenssatz reingehe. Und ich will, dass ihr euch heute das wirklich ein für alle Mal merkt, weil ihr projiziert das die ganze Zeit in den Unterricht rein. Der Partner kommt rein. Wir haben auch Partner gehabt, die im Unterricht reingekommen sind. Das hat eine junge Frau gesungen, aber in meinem Alter, hat gesungen, kommt der Partner rein, reißt die Tür auf und sagt, geht's noch ein Ticken leiser? What the fuck? Und die Problematik ist, das passiert häufiger, als ihr denkt, und dann braucht ihr euch auch gar nicht wundern, gegen wen ihr kämpft. Es ist ja schon schwierig, alleine seine Plattform zu bilden. Aber wenn man keinen Support hat, es ist wirklich schwierig. Der andere Punkt und der große Punkt sind Eltern. Wir haben hier Schüler, die gar nicht den Eltern erzählen, dass sie singen oder auf die Bühne gehen. Sehr viele von euch erzählen das gar nicht in ihrem privaten Umfeld, weil sie Angst haben, Angst vor Backlash haben, Angst vor Kommentaren, Sprüchen, Ablehnung. Das ist ein großes Thema, dieses Eltern. Und da müsst ihr euch immer fragen, da gehen wir nämlich gleich rein, was passiert im Unterbewusstsein? Was anderes Freunde. Und das ist genau dasselbe wie mit den Eltern. Ja, viele Freunde, also was ich auch regelmäßig erlebe, es wird den Freunden gar nicht erst gesagt, dass man singt. Ja, echt, du singst, das wusste ich ja gar nicht. Das ist ja witzig, ist das nur ein Hobby? Nein, Mann, ist nicht nur ein Hobby, ist eine Leidenschaft, eine Passion, ich will was draus machen. Und die Problematik ist aber, dass viele von euch auch schon wissen, da kommt jetzt ein Spruch zurück. Und da muss man sich Gedanken machen, ne? Geht man schon rein mit der Erwartungshaltung, dass jemand, ich gehe rein ins Telefonat und weiß, meine Mutter wird es gleich scheiße finden. Meine Mutter ist die erste Kritikerin, die allererste gewesen. Die sagt zu mir, Tanja, du musst den Haaransatz färben. Sieht katastrophal aus auf jedem Video. Danke. Gleichzeitig klatscht sie dann, weil sie sagt, wow, mega geil. Also was denn jetzt nun? Ist es mega geil oder nicht? Das ist Realität. Aber ihr müsst den Turnout machen, dazu kommen wir noch so. Das eine ist erstmal Freunde und das andere ist Mentoren. Viele von euch haben keine reellen Mentoren. Also ihr braucht wenigstens eine Person in eurem Leben, die euch wirklich einen guten Zuspruch macht, die euch ein paar positive Sachen sagt, ne?
Das kann ja bei uns im Unterricht sein, das kann auch Coach Denise sein. Ihr braucht eine Person, die das unterstützt, was ihr macht. Und das sind viel zu wenige Leute. Viel zu wenige Leute. Und wenn ich dann frage, wer ist denn bei euch so ein Mentor? Da ist noch nicht mal eine Person, wo ihr hingehen könnt und ihr könnt vor denen mal singen. Ja, was denn? Wie? Deine beste Freundin möchte sich nicht anhören, wie du singst? Hast du deiner besten Freundin oder der Freund mal erzählt, dass du halt eine Gesangskarriere machen willst oder dass du vielleicht auf der Bühne stehen willst? So, da fehlen Mentoren. Und jeder von uns braucht aber wenigstens eine Person, die dein Cheerleader ist. Ich möchte, dass ihr euch ganz kurz darüber Gedanken macht, wer von euch in eurem Umfeld beeinflusst euch positiv oder negativ in eurer Gesangsreise. Denn da muss man nämlich hinschauen, weil da können schon die ersten Bremsen sein. Wir haben Schülerinnen, die reinkommen, wo Bandmitglieder regelmäßig negativ kommentieren. Diese Art von negativer Kritik führt zu Problematik auf den Muskeln. Denn das ist ja die Kette. Die Kette davon ist, ich gehe jetzt rein ins Studio, ja, oder eine Schülerin kommt rein in die Bandprobe und da ist der Gitarrist, der jede Woche Sprüche klopft und sagt, ja, da kommt ja wieder die Susanne. Na, aber diesmal auch alle Töne treffen, oder? Ne, nicht, dass du die jetzt mal durchquetscht und durchpusht. Ja, was glaubt ihr, was jetzt gleich passiert mit der Sängerin? Die hat zwei Möglichkeiten. Sie quetscht gleich und sie pusht. Oder sie macht sofort ein Turnaround im Kopf. Und dieser Turnaround hat auch was mit mentaler Disziplin zu tun. So, ich gehe ins Studio rein und da sagt jetzt mittlerweile keiner so, aber früher ist jemand reingekommen und meinte so, jetzt gleich kommt die Tanja und so, na, hast du auch mal 2 Kilo abgenommen oder was? Oder irgendwelche Sprüche. Und da liegt es jetzt an mir, sofort die Synapsen zu ändern. Diese Information, diese negative Kritik, die geht ja in euren Kopf rein. Dann verknüpfen sich Synapsen, eine Information entsteht. Diese Information geht jetzt an einen Muskel ran aktiv. Das gucken wir uns gleich nochmal an, was nämlich mit den Muskeln nämlich ist. Wer kann denn von sich aus sagen, es reicht ja, wenn ihr einmal die Hand hebt. Wer kann denn von sich aus sagen, also ihr könnt ja die virtuelle Hand heben. Hat jemand von euch einen Mentor, der euch positiv beeinflusst? Hat jemand einen Mentor? War aber trotzdem wenig, ne? Hat jemand einen Mentor? Gut. Wer hat eine Person im nahen Umfeld, der Kritik ausübt? Familie, Freund, also. Ich auch, aber ich weiß hier nicht, wie man die Hand hebt. Also bei. Hallo, ja. Wäre Nee, auch also meine ich habe. Frage. Wer möchte denn mal gerne sagen, wer möchte von sich aus gerne sagen, okay, ich habe jemanden, bei mir ist es so und so und so. Gibt es da Erfahrungswerte? Denise. So laut Check ist an, genau. Ja, bei mir sind es mehrere Personen tatsächlich. Zum einen, wie du schon angesprochen hast, eben Bandmitglieder, wobei ich mich jetzt auch von gewissen Leuten so ein bisschen getrennt habe. Zum anderen auch mein Vater vor allem. Ich habe auch meinen Eltern verschwiegen, dass ich als Sängerin selbstständig bin und es kam neulich raus, ganz witzig. Und ja, mit meinem Partner habe ich auch immer mal wieder Diskussionen, aber da bin ich halt knallhart tatsächlich mittlerweile. Aber trotzdem belasse es einen. Also das bleibt immer so ein bisschen. Absolut. Wer hat noch eine Erfahrung aus dem Ja, näheren also Umfeld? ich habe meinen, entschuldige, ich habe meinen älteren Bruder, der ständig zu mir sagt, ja, du möchtest doch, dass ich ehrlich bin. Ich sag dir doch die Wahrheit und so. Das hat er immer früher zu mir gesagt. Und wer dich kritisiert, der meint es eigentlich gut mit dir und sowas. Und ja. Ja. Unter dem Deckmantel der, ich meine es ja eigentlich nur gut mit dir, ja.
Wer hat noch Erfahrung? Danke, Miriam. Also bei mir ist es so, dass da ich früher also da ich das Singen mit klassischem Gesang angefangen habe und es ein bisschen schon so eingeprägt hat in der Familie, wo es dann immer hieß, oh, die Anastasia singt so schön und so weiter, diese Erwartungshaltung, dass ich den klassischen Gesang auch weitermache, das ist geblieben, vor allem jetzt bei meinen Großeltern und immer wenn ich zu den Großeltern in mein Heimatland komme. Dann wollen sie von mir was singen hören. Und dieses Jahr war es auch so, dass sie dann eben gesagt haben, also sie haben gesagt, ich soll was singen, dann habe ich was vorgesungen und zwar eine klassische Arie, die natürlich jetzt nicht mehr so gut klang, weil ich schon komplett auf Popgesang umgestellt bin. Und dann haben sie gesagt, ja, du singst so schlecht, jetzt ist alles verloren. Na, und sie haben sich halt so dargestellt, dass jetzt wirklich das ich jetzt meine ganze Stimme kaputt gemacht hätte und jetzt das niemals wiederkommt oder so. Das war für mich eine große Verunsicherung. Obwohl Das ich halt auf Popgesang umgeschult wurde, beziehungsweise das auch selber wollte und es mir ganz gut schon damals gefiel, noch vor der Ausbildung bei dir, wie ich gesungen habe. Jetzt ist natürlich auch viel besser, aber halt genau, das ist. Fühlte sich auch immer für mich gut an. Ich wollte überhaupt keine klassische Klassik singen, ne? Es wurde mir auch immer reingequetscht, weil alle gesagt haben, ja, dir steht aber die Klassik und ich wollte das gar nicht. Und genau. Und dann mein Ex-Freund sagte aber auch immer wieder, nee, du schaffst nicht bei DSDS oder Hochschule und so und da war auch nichts geworden. Davon. Danke, dir, Anastasia, ja. Ja, das ist natürlich immer vom inneren Umfeld bedrückend. Und das macht auch was mit einem. Das macht auch was mit dem Körper und das macht am Ende auch mit der Singstimme was. Ich hatte ja auch mal schon ganz oft im Unterricht erwähnt, dass durch Depressionen die Stimme teilweise an Register verlieren kann. Bis zu einer ganzen Oktave. Das habe ich ein paar Mal schon erwähnt. Und für andere, die jetzt hier da sind, die das nicht wissen. Es gibt Studien dazu, dass wenn man eben ja, Burnout hat oder eben Depression oder was, die Stimme bricht auch förmlich. Ja, sie kann komplett weggehen. Menschen können durch traumatische Erlebnisse, ich muss mal einmal ganz kurz das Handy ausmachen. Entschuldigung. Ich mache mal einmal in Flugmodus. Pardon. Ja. Ja, Menschen können durch traumatische Erlebnisse auch richtig aphon werden. Ne? Aphon bedeutet ihre Stimme verlieren. Also nicht umsonst gibt es ja, mir wurde die Kehle zugeschnürt, mir ist die Sprache weggeblieben, ich konnte kein Wort sprechen, plötzlich war ich stumm, mundtot gemacht. Das sind ja nicht auch umsonst im Volksmund ja auch Sprichwörter. Denn in dem Moment, wo das ja auch passiert, verengt sich ja auch die Muskulatur. Also wir gehen jetzt mal noch mal weiter einen Moment rein. Welche negativen Glaubenssätze trägst du in dir? Und ich möchte, dass jeder sich mal 5 Minuten die Zeit nimmt und die mal aufzuschreiben. Denn negative Glaubenssätze könnten sein: Ich bin nicht gut genug, um gehört zu werden. Andere singen besser als ich. Man kann mit Gesang kein Geld verdienen. Wer will denn auch schon meine Musik hören? Ja, ich traue mich nicht auf Social Media zu singen, weil da sind ja so geile Sänger. Meine Stimme klingt scheiße. Ich bin nicht wertvoll, dass mich überhaupt einige hören wollen. Ich steche nicht heraus. Ja, das ist ein alter Kindheitstraum, aber irgendwie glaube ich nicht daran. Meine Stimme ist nicht schön. Ich habe Angst vor High Notes. Meine High Notes klingen scheiße. Wenn ich versuche, die High Notes zu machen, ich bin nicht so gut wie XY. Da sind ja verschiedene alte Glaubenssätze bei euch, die irgendwo verankert sind. Und ich möchte, dass ihr euch mindestens 5 Mal ganz kurz davon aufschreibt und denkt mal darüber nach. Euer altes Ich, das jetzige Ich, was ihr jetzt habt, ist eine Schallplatte, die ihr jedes Mal beim Gesangsunterricht auch hochfahrt bei mir oder bei Denise. Jesus Christ. Ihr kommt rein in den Unterricht und ihr fahrt diese alt abgespeicherte Information hoch. Ich will es nochmal ganz langsam sagen. Ihr fahrt wie ein Knopf
alte Information hoch. Diese alte Information ist abgespeichert in eurem Muskelgedächtnis. In meinem Muskelgedächtnis ist abgespeichert, ich presse kurz vor den High Notes. Ich habe Angst kurz vor den High Notes. Das ist abgespeichertes Muskelgedächtnis. So, gleich kommt die High Note, gleich kommt die High Note. Okay, jetzt kommt sie, gleich kommt sie. Alleine nur dieser Moment ist eine alt abgespeicherte Information. Und das, was ihr macht, ist, ihr fahrt sie immer wieder hoch. Und das macht ihr unterbewusst. Denn man sieht, wie ihr denkt, und jetzt beginnt die Verspannung der Muskulatur, jetzt kommt die Unsicherheit, und was passiert jetzt folglich? Die Note wird sofort verkackt. Das ist so. Wenn du reingehst und Angst hast vor der High Note, Angst hast vor dem, was jetzt gleich passiert, der Muskel kennt diese Info und der spielt sie ab. Und eure Aufgabe ist es, neue Informationen reinzubringen. Ihr müsst jetzt, das ist ja das, was wir technisch machen. Was wir technisch machen ist, wir bringen dem Stimmmuskel bei neue Informationen. Nur das macht ihr mit eurem shitty fucking Mindset nicht. Ihr habt das scheiß Mindset, aber ihr habt die neue Info auf den Stimmbändern. Und dann wundert ihr euch, warum das ja nicht gleich automatisch alles klappt. Ja, natürlich klappt das automatisch nicht. Weil das Mindset, diese CD, läuft ja noch auf alt. Aber die Stimme läuft ja schon auf neu bei einem. Einige kommen hier rein, singen fantastisch. Die haben kein technisches Problem. Die haben Mindset-Problem. Weil irgendein Trigger findet jetzt statt. Irgendwas fängt an, euch zu triggern. Und dieser Trigger ist ja diese Kettenreaktion. So, dein shitty Mindset. Wenn ich singe, fühle ich mich 100% wie ich. Kann man jemand mal die Hand heben? Wer kann mal so einen Satz mit gutem Gefühl bestätigen? Ich muss mal hier groß machen. So. Wer fühlt sich denn hundertprozentig wie er selber? Macht mal so eine virtuelle Hand. Genau. So. Die meisten von uns Sänger, wenn die singen, die fühlen sich wie sich selber, weil das ist der Moment, wo sie richtig aufgehen, wo sie frei sein können. Wenn ich singe, verstehe ich den Grund zum Leben für mich selber. Das ist der Grund, warum ich lebe. Und unterrichten ist dasselbe. Beides steht gleich. Wenn ich unterrichte, fühle ich mich, als ob mein Leben Sinn macht. Absolut. Wenn ich unterrichte, und dann ist es für mich, ich habe einen Sinn im Leben gefunden. So. Und ich singe schon lange nicht, aber ich glaube, das ist sogar noch mehr Sinn als das Singen. Aber wir sind jetzt uns alle einig, dass das Singen für uns einen Sinn hat, ne? Wir fühlen uns zu uns selber verbunden, authentisch, so. Jetzt ist die Frage, wie fühle ich mich denn hundertprozentig dabei? Laufen diese Muster durch bei mir? Wenn ich singe, habe ich Angst, Fehler zu machen. Wer kann mal die Hand heben? Wer hat Angst, Fehler zu machen? Ja, hebt eure virtuelle Hand. Yes, of course. Of course. Und schlimmer ist es dann natürlich, wenn man auftritt, weil da kommt jetzt das Bewertungssystem. Oh mein Gott. Jetzt kommen die Leute, die einen bewerten, ne? So, wenn ich singe, träume ich mich weg. Wer träumt beim Singen von dessen, dass er möchte, dass seine Gesangskarriere auf die nächste Stufe geht? Ja, wir alle. Sonst würden wir ja nicht singen, wir wollen ja gehört werden. Wir müssen ja lügen, wenn wir sagen, wir machen es nur für uns. Jeder von uns hat ein heimliches Ziel. Die meisten von euch geben sich nicht die Erlaubnis, dieses Ziel mal auszusprechen. Ich habe hier Schüler, die machen sich so klein. Why? Ich habe hier eine Schülerin, die ist ja auch drinne. Da habe ich die Hände geklatscht. Das ist das Geilste, was ich je gehört habe. Die hat gesagt, sie möchte nach Hollywood. Want to name any names. Aber ich war richtig boom. Ich habe meine Schülerin gehabt, die hat gleich gesagt, hey, ich habe ein sehr hochgestecktes Ziel. Ich möchte gerne nach Hollywood. Und das finde ich ehrlich und ich finde das authentisch. Ich habe nämlich damals gesagt, ich will einen Plattenvertrag. Und was glaubt ihr, wie viele Leute mich damals ausgelacht haben? Oder nicht? Oder doch? Oder was? Für viele erscheinen diese Träume so weit, weit weg.
Und das ist das Problem. Sie erscheinen so weit weg und ihr gebt euch gar nicht die Erlaubnis, das auszusprechen. Weil wenn ihr anfangen würdet, euch groß zu erlauben, zu groß zu träumen, dann würdet ihr das viel eher anziehen. Ihr würdet viel eher ins Machen kommen zu diesem Ziel. Als ich gesagt habe, ich krieg meinen Plattenvertrag, koste es, was wolle, ich will den, das war wie ein Zauberspruch und alles kursierte darum, dass das auch passiert. Genauso wie ich habe gesagt, ich will nach Amsterdam. Und ich hatte zum vierten Tag meiner Reise hier gesagt, nach 4 Tagen habe ich gesagt, ich will nach Amsterdam. 2 Tage später habe ich eine Wohnung gefunden. Ich habe gesagt, ich will zu dem Studio. Was ich euch damit sagen will, ist, erlaubt euch in erster Linie das mal auszusprechen, groß zu träumen. Und dann muss man natürlich auch daran glauben. So. Dein shitty Mindset. Hebt die Hand. Vergleiche mich die ganze Zeit. Wer vergleicht sich die ganze Zeit mit anderen? Ja, Bullshit. Bullshit. Das ist auch eines der dümmsten Sachen, die ich bei den Sängern, ist für mich persönlich Bullshit. Ihr vergleicht euch mit Leuten in den Social Media oder was weiß ich mit anderen Sängern. In erster Linie hat jeder von uns eine andere DNA, andere Muskeln, andere Anatomie, andere soziale Gegebenheiten. Sich alleine nur deswegen zu vergleichen, ist schon total bescheuert. Und dann müsst ihr euch fragen, woher kommt denn überhaupt diese alte CD, dass ihr euch vergleichen müsst? Also vergleichen mit anderen bedeutet ja auch, dass man kein Selbstwertgefühl, Streben nach Perfektionismus, nicht gehört zu werden, nicht gesehen zu werden. Deswegen fängt man an, sich zu vergleichen. Ich vergleiche mich nicht mit anderen. Ich vergleiche mich nicht mit anderen. Weil ich weiß, jeder Mensch hat eine eigene Anatomie, eigenen soziales Gefüge. Aber gut, gut, weiter geht's. So. Das nächste ist dein shitty Mindset, ich kommentiere mich. Und das ist das, was ich zu 100% bei allen, die ich hier sehe, unterschreibe. Jeder von euch kommentiert sich beim Singen. Ich habe hier ein paar Schüler, die in der Gruppe sind, sind Weltmeister. Ich habe hier ein paar Schüler, die sind Weltmeister. Meister, wenn sie in den Unterricht reinkommen und es ist so, als ob sie jetzt hier die Ärmel hochkrempfen und sagen, jetzt singe ich vor Tanja und jetzt geht der Apparat los. Das ist wie so eine Puppe, die anfängt gleich zu kommentieren. Wow. Dann wundere ich mich ja auch nicht, warum es nicht klappt. Viele von euch kommentieren sich bei Sing dauerhaft. Die meisten von euch merken noch nicht mal, dass sie überhaupt im Kommentatoren sind. Wisst ihr, was das aus euch macht? Tolle Kommentatoren beim NDR, beim Fußball. Damit macht seid ihr Kommentatoren. Die meisten, die sich kommentieren, bewerten sich während des Singens negativ. Dauerhaft. Es sind dauerhafte negative Glaubenssätze, die jetzt genau das klingt scheiße. Oh, fuck. Oh nee, ich krieg das nicht hin. Oh nee, jetzt habe ich den Ton verkackt. Oh, boah, ich krieg den Ton schon wieder nicht. Ich habe Schüler, die müssen die Übungen ständig abbrechen. Ständig abbrechen heißt auch wieder Kacke. So, und was passiert jetzt in dem Moment, wo ich mich kommentiere? Es wird immer schlimmer. Die falschen Taschenfalten kommen zusammen, die Konstriktoren verkrampfen sich, der Hals verkrampft sich, der Kehlkopf kann sich nicht bewegen. Ihr seid in der Schnappatmung auch automatisch. Ihr seid sofort in der Schnappatmung. Wer kann mal die Hand heben und sagen, er kommentiert sich? Wer kommentiert sich beim Singen? Hebt mal die Hand oder die virtuelle. Und da möchte ich wirklich alle Hände sehen, weil ganz ehrlich, ihr kommentiert euch alle beim Singen. Also hier ist keine Ausnahme dabei. Von allen, die ich hier sehe, sehe ich absolut keine Ausnahme. Außer die Schüler, die kenne ich nicht. Aber da bin ich mir auch hundertprozentig sicher, die kommentieren sich. Ich sehe hier nicht genug Hände, Sweethearts. Ich sehe nicht genug Hände. Ich sehe hier alle kommentieren sich. Wer kommentiert sich so stark, dass er stresst beim Singen? Möchte mal jemand was dazu sagen? Da müssten eigentlich auch wieder alle die Hände heben. Ich sehe das jeden Tag, stundenlang, stundenlang. Ja, das sind eigentlich fast alle, die sich kommentieren und währenddessen, während sie sich kommentieren, in Stress geraten. Wir gehen mal noch mal ganz kurz rein in die Glaubenssätze. Also, welche negativen Glaubenssätze trägst du in dir? Wer hat was aufgeschrieben, möchte das teilen?
Denn die negativen Glaubenssätze, das ist euer Kommentator praktisch. Also es startet mit so, sagen wir mal, fünf Glaubenssätze. Und die laufen im Unterbewusstsein die ganze Zeit bei euch durch. Ein Glaubenssatz könnte sein, meine Stimme ist nicht gut genug. Ein zweiter könnte sein, ich kann keine High Notes singen. Das ist eins der meisten auch. Der meiste ist auch mitunter mit Gesang kann man kein Geld verdienen. Und ich schaff's doch trotzdem nicht, eine Gesangskarriere zu machen. Das können auch so negative Glaubenssätze sein. Wer würde ganz gerne mal seine teilen? Also, ich weiß nicht, ob es jetzt ein direkter Glaubenssatz ist, aber ich wurde früher in der Schule, als ich nach Deutschland gekommen bin, gemobbt dafür, dass ich, also ich wurde halt so generell gemobbt und dann habe ich halt angefangen, ein Lied zu singen. Das ist das erste Mal, dass ich vor Leuten überhaupt vorgesungen habe, also vor einem deutschen Publikum sozusagen, also das war vor der Klasse. Und sie haben mich dann alle später ja die ganze Zeit nach geäfft sozusagen. Und ich war so ziemlich durch meine ganze Schulzeit unbeliebt gewesen in der Klasse. Auch zu Recht teilweise, aber ist ein anderes Thema. Genau, und dann später im Jahresbuch haben sie halt geschrieben, ja, die Anastasia hat eine ganz tolle Stimme, aber leider ist es sehr doll geführt auf diese, also immer wenn ich das dann gelesen habe, habe ich gedacht, okay, sie kennen mich so in Erinnerung mit einer tollen Stimme, wofür sie mich eigentlich gemobbt haben, unter anderem. Das hat sich bei mir so eingeprägt und seitdem, und für mich ist es halt so, verstehe ich das ja, singen ist was für die Spießer. So ungefähr, weil sie waren ja alle super cool und so. Und ich komme dann und singe halt in der Klasse, sag mir, wo die Blumen sind. Und das war halt, ja, sehr traumatisierend irgendwie. Ja. Vielen Dank, Anastasia. Also, das ist jetzt ganz wichtig, was sie gesagt hat. Das ist ein, wir nennen das, wenn man Trauma, wenn man jetzt sagt, Stimme und Trauma, bedeutet es, Anastasia, wir nehmen dich nochmal. Anastasia hatte einen Vorfall, der sie sozusagen im Gesangsbereich traumatisiert hat. Und dieses Trauma hat sich irgendwo wahrscheinlich, vielleicht müssen wir sie gleich fragen, festgesetzt irgendwo. Bei den meisten Schülern ein einschlägiges Ereignis wie das jetzt hier. Und zwar, was ist jetzt der Glaubenssatz, der entstanden ist? Ich bin nicht gut genug. Ich bin es nicht wert, gehört zu werden. Das sind ja die ersten zwei Glaubenssätze. Nicht gut genug zu sein, weil die haben gelacht, es kam Ablehnung und ich bin es nicht wert, ich bin nicht wertvoll genug, dass man mich hören möchte. Und so entstehen negative Glaubenssätze. Und was passiert jetzt mit dem Glaubenssatz? Der bewegt sich jetzt weiter und der manifestiert sich wo? Beim Singen. Denn jedes Mal, wenn ich jetzt singe, denke ich bin nicht gut genug. Ich bin nicht wertvoll genug, dass mich jemand hören will. Denn dieses Trauma manifestiert sich irgendwo im Körper. Und wer schon mal Traumablockaden gemacht hat, ich habe das gemacht, weil ich habe, nachdem der Plattenvertrag in die Brüche gegangen ist, hat sich mein Trauma wo manifestiert? Im Hals. Ich war 4 Jahre stimmkrank. Dauerhaft. Ich war jahrelang beim Logopäden wegen als Möglige. Es hat sich manifestiert und dann wo kam wieder eine blöde Nachricht von der Plattenfirma und ich merkte am Telefon, ey, mir schnürt's die Kehle zu jetzt. Mitten am Tag auf der Straße. Ich kann nicht atmen gleich. Und ich rufe das war also Therapeutin, Traumablockade. Und sie hat mich geholt in diesem Moment der Ablehnung, hat mich das spüren lassen und hat das dann befreit. Denn jedes Mal kam immer, immer und immer wieder der Druckschmerz, das Würgen, das Ziehen, wegen diesen Glaubenssätzen, wegen diesem Trauma, was passiert ist. Jeder von euch hat bestimmt ein Erlebnis gehabt,
wo sich da schon solche negativen Glaubenssätze gebildet haben. Jetzt kommen wir nämlich zu was anderem. Denk mal nach. Woher kommen diese negativen Glaubenssätze? Gibt es Personen in deinem Leben, denen du deinen Glaubenssatz zu verdanken hast? Wie weit gehen sie zurück? Und wo spiegeln sie sich wieder? Diese negativen Glaubenssätze, manche von euch fahren sie hoch wie eine Platte, indem sie kommentieren. Dann habt ihr Glück gehabt sogar. Weil dann müsst ihr lernen, den Apparat abzustellen. Viele von euch merken es noch nicht einmal. Wir haben Schüler, die kommen aus Traumahaushalten. Ich hatte eine Schülerin gehabt, die auf Biegen und Brechen kam sie nicht raus aus der Schnappatmung. Hat sich herausgestellt, sie war in einem Haushalt, wo Gewalt war und sie musste sich ständig unterm Tisch verstecken. Sie musste sich ständig unterm Tisch verstecken und sie hatte keine Chance gehabt und sie war ständig in der Schnappatmung. Dann irgendwann ist sie durch die Therapie und dann ist sie zur Atemtherapie gegangen. Der Muskel hat 20 Jahre lang, also nach, wo sie klein war, 10, 12 Jahre, war sie ja in der Schnappatmung, weil sie musste sich verstecken unterm Tisch. Es wurde geschrien. Sie hatte Angst. Ja, natürlich trägt sich das weiter in den Gesang. Also, ne, bei Sängern ist es noch so, dass Sänger sehr sensibel sind und da manifestiert es sich auf andere Bereiche wie Zwerchfell absolut oder eben halt Stimmbänder und falsche Taschenfalten. Ne? Wer möchte noch mal was von seinen negativen Glaubenssätzen erzählen? Der hat auch noch so einen negativen. Denise. Ja. Ja, genau. Also ich habe bei mir ist es auch nicht so direkt die Stimme, aber ich habe sehr häufig negative Erfahrungen gemacht mit eben Bandmitgliedern und dass halt andere Sängerinnen viel cooler sind, dass andere bessere Ansagen machen, dass ich keine gute Ansagen machen kann, dass ich halt irgendwie nicht attraktiv genug bin, dass ich zu alt bin und ja. Also hauptsächlich auch sowas, wobei es hat nicht direkt was mit Stimme zu tun, aber vielleicht ist es auch interessant. Ja. Und das ist etwas, was wo Denise ist da ja abgebrühter und hat ein gutes Selbstbewusstsein. Ne? Und wahrscheinlich auch einfach ein gutes Selbstwertgefühl, dass sie weiß, naja, da rein, da raus. Aber dahin muss man erstmal kommen, zu diesem Selbstwertgefühl. Was glaubt ihr, wie viele Genau von das. euch? Ja, genau. Sorry, nee, also das ist halt so, das ist eigentlich auch erst seit so ein, zwei Jahren so, aber früher ging mir das super nahe tatsächlich. Also ja. Absolut. Genau. Also die Schüler, die bei uns hier reinkommen, was ich eben tagtäglich erlebe, sind eben diese negativen Glaubenssätze, die sich halt durchtragen in ihren Gesang. Und die Qualität, was passiert denn jetzt weiter mit diesem negativen Glaubenssatz? Die Qualität auch nimmt ab im Gesang. Erstmal nimmt die Qualität ab. Der Gesang, der bei 100% sein könnte, frei, gut gesungen, enthusiastisch, ist oft auf 50% runtergefahren. Weil die Leute mit so einem negativen Mindset reinkommen, das ist dann, ja, das ist schon verloren. Wer mit so einem negativen Mindset reinkommt, braucht sich ja dann auch nicht wundern, warum der Muskel jetzt in dem Moment ja auch dann nichts für dich machen will. Weil der Muskel ist in einem Zustand von Verspannung. Weil der kriegt ja die ganze Zeit dauerhaft Informationen von dir, indem du kommentierst. Die Folge sieht nämlich so aus, dass du die Heinungs verkackst, dass du in der Schnappatmung bist, du den Kiefer nicht aufbekommst, weil jetzt entsteht ja Stress, Konstriktoren, hatte ich vorhin schon gesagt. Und dieser Stress manifestiert sich in den Muskeln langfristig. Also wer glaubt, ja, ich bin einmal gestresst gewesen, Das ist ja regelmäßig, du fährst das Programm regelmäßig hoch. Ja, also das jetzt einmal erstmal nochmal dazu. Was kann dir helfen, diese Glaubenssätze zu durchbrechen? Das ist eins der Punkte. Ich will aber nochmal ganz kurz reingehen. Wir gehen in ein paar von den rein, nicht in alle, aber ein paar. Ich will nämlich noch ganz kurz, dass ihr nochmal für euch auch herausfindet, was ist diese Kassette, die ich abspiele? Denn das Allerwichtigste ist zu verstehen, wie spreche ich mich überhaupt an? Die meisten von euch schaffen es noch nicht mal, sich vernünftig anzusprechen beim Singen. Hat jemand mal beobachtet, wie er mit der Stimme spricht oder sie mit der Stimme spricht?
Spricht irgendeiner hier liebevoll mit seiner eigenen Stimme? Da mache ich so, what? Da mache ich so, me? Never heard of her. I'm happy she's here. She entered the chat, gibt es irgendeinen hier, der mal die Hand hier, weil ich sehe nicht alle, der mal mit seiner Stimme achtsam spricht? Als Sänger. Das ist echt bitter, ne? Das ist wirklich bitter. Also, das ist das Problem. Wie spreche ich überhaupt mit meiner Stimme? Wenn ich ins Studio gehe, weil ich gebe immer nur Beispiele, das war ja früher nicht so. Ich gebe nur Beispiele, früher war das überhaupt nicht funktioniert. Wenn ich ins Studio gehe, sage ich, geil, jetzt wird gerockt. Also wenn ich habe euch ja ganz oft schon erzählt, bei Männern zum Beispiel ist das nicht so, es wird besser. Ne? Ich habe auch andere Themen. Aber wenn ich reingehe auf die Bühne und sage, ich singe jetzt mit Freiheit, ich singe jetzt mit Spaß, ich weiß, die High Notes werden sitzen, ich weiß, das Publikum will mehr. Jetzt gleich ist das Beste, was ich mache, ich singe diese wundervollen High Notes. Ich habe keine Angst, Riff und Runs zu machen. Ich habe keine Angst davor, dass Leute mich kommentieren. Das sind Dinge, die ihr euch ansprechen müsst. Ihr müsst euch so lernen anzusprechen. Die meisten von euch, warum habe ich Angst, auf der Bühne zu stehen? Ja, der nächste Punkt ist, dass die meisten sich dann gar nicht weiter zutrauen, Auftritte zu machen. Ihr müsst mal viel mehr Auftritte machen. Alle, die ich hier sehe, könnten deutlich mehr Auftritte machen. Es ist eine Schande, ist das. Es ist eine Schande, dass viele von euch nichts hochladen auf Social Media. Ihr bespielt diese Plattform nicht. Das ist doch bescheuert. Warum denn nicht? Warum bespielt ihr diese Plattform nicht? Die sind umsonst da. Und das Beste, was ihr machen könnt, ist, diese Leute zu bespielen, die euch definitiv hören möchten, weil ihr habt ja auch eine Message. Ihr habt ja was zu sagen. So, Also bei warum mir, habt ihr. Entschuldigung, Ja. genau. Also bei mir ist es aber so gewesen, dass ich habe im letzten Jahr zwei Songs rausgebracht auf Spotify und also zwei eigene Songs. Und ich habe leider die Erfahrung gemacht, also ich hatte ja auch keine jetzt Promotion oder so. Deswegen haben sich auch kaum Leute das angeguckt, obwohl ich das jetzt gut fand und das hat sich bei mir jetzt so eingeprägt. Das ist auch insofern, also ich würde ja gerne einen weiteren Release machen, aber ich traue mich nicht. Oder ich habe letztens auch ich habe wirklich daran gut, ich habe 2 Stunden lang daran gearbeitet, einen einzigen Vierzeiler reinzusingen. Ich weiß nicht warum, ich bin sehr, wirklich große Ansprüche. Hohe Ansprüche an mich selbst. Und das habe ich dann bei TikTok reingestellt und es haben sich 200 Menschen angeguckt und nur 2 geliked. Also, und das, ja, schlägt auch sehr im Selbstbewusstsein. So, was? Deswegen. Vielen Dank, Anastasia. Ja, was wäre denn jetzt? Danke, dass du dich da auch da erzählst. Was wäre denn jetzt der richtige Glaubenssatz für sie? Wem fällt da was ein? Also, was müsste sie jetzt zu sich sagen, damit sie lernt, eine neue Platte zu machen? So, das Shitty Mindset ist: Ich habe Angst, nicht gehört zu werden. Hier, das ist eine Säule. Ihr könnt das einteilen in 4 Säulen. Also Angst, es ist ja immer Angst, ne? Angst, nicht gut genug zu sein, ist eine Säule. Es gibt ja in der Psychologie, glaube ich, bis zu 7 oder so. Eine Säule ist, oh Gott, ich muss die auch mal raussuchen. Ja, nicht gut genug zu sein. Ne? Oh Gott, mir fallen sie nicht ein. Falls jemand dir einfällt, einmal reinmachen. Nicht gut genug zu sein, nicht gehört zu werden, war eine. Da gibt es mehrere. Aber wir haben jetzt hier also. Nicht, also Angst, nicht gehört zu werden. Was wäre denn jetzt das Beste, was sie machen könnte, damit das als Glaubenssatz weggeht? Hat jemand einen Satz, den man ihr sagen kann? Ein Glaubenssatz, den sie sich dann praktisch aufschreiben kann, ist, und das ist jetzt der nächste Punkt, an dem wir kommen, sind Glaubenssätze neu zu definieren und zu strukturieren. Ne, ich gehe mal einmal rein in mein Hotmail und zeige euch jetzt, wie neue Affirmationen mal aussehen könnten.
Mir würde einfallen, Tanja, ich bin es wert oder ich bin so Ja. wertvoll, dass ich es verdient habe, immer gehört zu werden, wenn ich was zu Ja. sagen habe. So, das heißt die neue Platte, neue CD. Jedes Video, was ich hochlade, ist ein Erfolg. Ich bin es wert, gehört zu werden. Meine Musik, was könnte man noch sagen? Immer wenn ich was hochlade, ist es erfolgreich. Immer wenn ich was hochlade, ist es erfolgreich. Am liebsten lade ich meine Musik hoch. Ich bin mir sicher, im nächsten Video krieg ich meine 10.000 Klicks. Im nächsten Video kriege ich. Wenn ich was hochlade, lieben es die Leute. So, ich hatte ja dasselbe Thema auch mit Tanja Levi. Wie oft saßen wir über die letzten 3 Jahre am Contentplan und haben gedacht, wir können auch nicht schon wieder das hochladen. Und das und dies und jetzt und alles, ja. Oh. Aber so funktioniert aber, wenn man an ein Ziel rankommen möchte, funktioniert es aber nicht anders, außer so. Ey, jedes Video, was ich hochlade, wird richtig geil. Ich bin es wert, gehört zu werden. Und das, was ich mache, ist so geil, da können sich alle hinten anstellen. Ja? Immer wenn ich was hochlade, hat das mindestens seine 1.000 Klicks, seine 10.000 Klicks, eine 500.000 Klicks, egal wie viel du willst. Du musst ja irgendwo anfangen, eine neue CD zu machen. Dieses Jahr knacke ich sowas von die heftigen Klicks. Im nächsten Video, ja, immer wenn ich was hochlade, lieben es die Leute. Und das greift einen Punkt an, weil der Punkt ist, werde nicht gehört. Und das muss man umändern in ich werde immer gehört. Wenn ich was hochlade, liken es alle Leute. Mir doch scheißegal, ob 3 Leute das ihre High Notes singen. Ja, super, was willst du jetzt machen? Leute, was wollt ihr machen, dass 3 Leute bessere High Notes singen als ihr? Ja, und jetzt? Na bravo. Das bist aber nicht du. Das Interessante ist immer deine Einzigartigkeit und was du hier reinbringen kannst in dem, was du machst. Deine Message muss gehört werden. Doch nicht, dass 10 andere Leute Whitney Houston singen. Ja, da können wir doch in die Hände klatschen. Ist doch scheißegal. Ist doch völlig uninteressant. Was interessant ist und was Leute bewegt, sind eure Geschichten in erster Linie. Die Leute hören euch zu, weil ihr eine Geschichte zu erzählen habt durch die Musik. Das ist ja das, warum Leute zuhören möchten. Keine Sau wird da applaudieren, weil ihr da 3 High Notes gesungen habt. Das interessiert doch die Leute nicht. Oder, also, es ist schön. Es ist technisch schön. Aber das ist ein kleiner Teil einer ganzen Performance. Und die Performance ist interessant, weil Leute ihre Emotionen mit reinbringen. Das ist erstmal das andere. Das heißt, sie muss jetzt anfangen, neue Affirmationen zu machen. Und das ist ein Teil mit dem, wo wir hier arbeiten, im Gesangsunterricht. Das mache ich mit meinen Schülern auch. Wir identifizieren erstmal, wo ist das Problem. Und wenn man das Problem lokalisiert hat, muss man dazu anfangen, neue Affirmationen zu machen. Ich habe das auch gemacht. Ich habe 30 Tage lang einen Kurs gemacht von einer Dame nach meiner Trennung, weil ich aber so mein Problem ist dann so halt Trennungssachen. Also war die Trennung und mein Selbstwertgefühl gegenüber Männern und Beziehungen und Liebe war immer schlecht. Es wird besser. Aber es war richtig am Arsch. Und ich war völlig am Arsch. Mein Selbstwertgefühl war nach der Beziehung tot. Nicht existent. Ich konnte noch nicht mal auf die Straße gehen. Ich habe gedacht, mein Gott, was ist denn hier passiert? Es war einfach weg. Und dann habe ich ihren Kurs gemacht und daher, ne, bringe ich das auch mit rein. Und ich musste mir ständig Sachen reinschreiben. Ich habe dann angefangen, die Sachen aufzuschreiben und neue Affirmationen zu machen. Und ich habe sie jeden Tag gesagt, ganze 30 Tage lang. Ich habe sie auf dem Sprachrekorder aufgenommen. Jetzt kommen wir zu ein paar von den Techniken, die ich mir heute auch nochmal vorstellen will. Nicht alle, ja, aber ein paar von denen, die mir mitunter am meisten geholfen haben. Wie kann ich denn jetzt, das ist ein sehr großes, umfangreiches Thema, ne? So, und wir können auch stundenlang jetzt noch natürlich hängen. Aber ich möchte jetzt an die wichtigsten Punkte hängen, die ich mit den Schülern mache, die mir geholfen haben und die euch bestimmt helfen werden. Und zwar das erste ist Affirmation.
Schreibe dir deine eigenen Affirmationen oder benutze die vom Kurs, klebe sie in einem Ort, wo du sie direkt beim Singen sehen kannst. Sprich dich direkt an, bevor du singst. Ich lasse hier, ein paar von den Schülern sind ja auch dabei, mit denen ich das ja auch gemacht habe, ja. Und zwar, ich lasse die Schüler das aufschreiben, die Sänger. Ja, zum Beispiel, wir nehmen mal das Thema nochmal High Notes, weil das ist immer so ein gängiges Thema. Ich singe meine High Notes mit Freiheit. Wenn ich singe, wenn ich meine, so, das sind jetzt nur mal kleine Beispiele, ne? Und zwar, wenn ich jetzt, was ich jetzt halt eben erlebe, wir nehmen nochmal das Beispiel mit dem High Note, was ich jetzt erlebe, Schüler XY kommt rein, hat eine High Note und kriegt diese High Note einfach nicht hin. Und das hat ganz selten was damit zu tun, dass es technisch nicht vorhanden ist. Ganz selten. Meistens funktioniert es dann technisch, dann ist erstmal die technische Blockade weg, das ist gut. Jetzt bleibt nur noch die mentale Blockade. Oftmals, da laufen schon Glaubenssätze mit drunter, sowieso, die laufen automatisch. Und ein paar von diesen Glaubenssätzen, ich habe Angst vor dieser High Note, ich habe Angst, dass ich mir wehtue, ich habe Angst, dass das nicht gut klingt, ich habe auch Angst, dass das keiner hören will. Ich habe Angst, dass ich Schmerzen habe, ich habe Angst, dass mir die Stimme wegbricht und es ist immer das Wort Angst gekoppelt mit dieser Sache. So, dann lasse ich die Schülerinnen eine Sache aufschreiben. Ich singe meine High Notes mit Freiheit und Spaß. Und dann, bevor sie anfängt zu singen, spricht sie das dreimal aus. Und am Anfang haben viele auch noch gar nicht die Überzeugung dazu. Das ist ja auch normal, dass man nicht gleich, dass ich das auch glaubt. Das dauert einen Moment. Das muss man sich neu beibringen. Diese Information muss man sich neu beibringen. So, gleich kommt die High Note. Wenn ich meine High Note singe, singe ich sie mit Freiheit und Spaß. Ich singe gleich meine High Note mit Freiheit und richtig viel Spaß. Gleich, wenn ich die High Note singe, wird das richtig, richtig geil. Und dann ansetzen zum Singen. Was glaubt ihr, was jetzt als Information an die Stimmbänder kommt? Falsche Taschenfalten auseinander, Hals geht auch auseinander, die Atmung pegelt sich ein. Das ist the power of your mind, ja? Da gibt es ja nicht umsonst, gibt es ja schon Jahrtausende lang diese ganze Thematik. Das ist ja nicht erneut, das ist nicht, ich habe ja dieses Rad nicht neu erfunden, nur in Bezug auf Sänger wird das nicht thematisiert genug. Dann beginnt das erstmal, dass der Sänger anfängt, sich das aufzuschreiben und beim Singen so anzusprechen. Im Übrigen mache ich das auch. Ja, wenn ich jetzt merke, so, man möchte mein Register erweitern. Die Note ist scheiße, die klingt nicht gut. Dann stelle ich mich hin und sage, so Leute, jetzt fetze ich sie weg. So, jetzt wird das. Jetzt pass mal auf, jetzt kommt Sugar Mami. Mami kommt jetzt und ballert euch die Note weg. Ja, natürlich stehe ich da vorm Spiegel und hype mich auch auf. Wer soll mich denn jetzt auch aufhalten? Na klar muss ich das machen. Ich muss den dreckigen Job machen. Ja? So, und dann dementsprechend wird es dann auch mit Freiheit. Das dauert auch ein paar Ansätze. Was passiert jetzt weiter? Ich mache das jeden Tag, bis ich mir das glaube. Weil von alleine wird das ja nichts. Der Muskel braucht neue Informationen und wir wissen mittlerweile, dass das in der Neurologie bis zu 30 Tage dauern kann. In der Neurologie, um einen neuen Habitus einzubringen, dauert das fast 30 Tage. So, und bei mir hängen dann zum Beispiel. Ich gebe mal ein Beispiel meines Traumziels, was hier hängt. Eins meiner Traumziele aus meinen Glaubenssätzen, die so negativ sind. Ja. So, mein Traumziel ist immer, ich will 58 Kilo wiegen. Das ist mein Traumziel. Können wir alle drüber lachen oder nicht? Mir egal, ob ihr drüber lacht oder nicht. Ja, ich bin bulletproof. Aber ein Traumziel ist für mich, weil ich immer dick war
Und nicht natürlich seit, ne, das ist ja eben eine Kette. Ich weiß ja, woher diese Kette kommt. Bin ja nicht doof. Aber mein Traumziel ist, ich möchte 58 Kilo wiegen. Ich möchte ganz gerne noch 2 Kilo abnehmen. Würde ich mich super wohl fühlen. Fühle mich auch so wohl. Fühle mich auch so gut. Ich fühle mich auch so geliebt, ja. Und gesehen und gewertschätzt. Noch mit 2 Kilo würde ich mich mehr geliebt fühlen. Ja. So, 2 Kilo weniger, dann wäre es schon optimal. Wahrscheinlich für die große Liebe, weil er ja auch so, weil dem das ja auch so wichtig ist, dass ich ja auch 58 Kilo bin. Scheißegal. Gut. Aber so, und mein Glaubenssatz ist zum Beispiel, das, was ich, egal was ich esse, ich nehme trotzdem meine 2 Kilo ab. Ist ein Glaubenssatz, den ich machen könnte. Ich mache jetzt einfach dazu keinen Glaubenssatz. Aber das ist zum Beispiel so eine Erinnerung, und jetzt könnte ich dazu eben schreiben, egal was ich esse, ich nehme sogar noch mehr ab. Immer wenn ich esse, nehme ich ab, verbrenne ich Kalorien. Ich verbrenne so viel Kalorien, dass ich gar nicht weiß, wohin mit meinen Kalorien. Dasselbe könnt ihr auch mit Geld machen. Boah, ich habe so viele Aufträge als Sängerin. Ich weiß gar nicht mehr, woher. Boah, der ganze Kalender ist voll, so viele Aufträge habe ich. Du weißt du was? Wir haben nächstes Jahr so viele Aufträge als Sängerin. Coach Denise und ich rufen uns an. Und eins der Sachen, die wir machen, wenn wir uns anrufen, sie ruft mich an und sagt, na, du, ich muss dir was ganz Wichtiges erzählen, sagt sie zu mir. Ich sag, was denn? Ja, die Shireen David hat uns angerufen. Die will dich als Vocal Coach auf ihre Tour. Ich sag, ja, ich weiß das schon. Du, ich habe die E-Mail bekommen vom Manager, aber ich habe keine Zeit. So, ein Party-Trick 2.0, aber das machen wir. Weil ich bringe diese Dinge in meine Realität rein, die ich erreichen möchte. Ich möchte gerne mal Vocal Coach sein bei Shireen David. Und bin mir sicher, irgendwann passiert das. Dann hat uns The Voice Kids angeschrieben. Und ich dachte, jetzt ist es soweit. Die holen uns bald in die Show. Wir kaufen uns die Klicks. Wir machen richtig jetzt TikTok und werden richtige Singfluencer. Und jetzt ist es cool. Wir sind kurz davor. Wir haben die Kiddies. So, Tanja, du bist ja schon fast in den Blinds mit deiner einen Schülerin und so. Ich denke, das ist richtig geil. Und dann rufen uns The Voice Kids an. Und es ist die Anwaltskanzlei, die uns sagt, hier Frau Levy, die haben schon wieder richtig Scheiße gebaut. Und dann ruft mich Denise an und sagt, ah, oh, wir sind kurz davor, Tanja. Und ich sage, ja, alles gut, alles gut. Ist nur der Anwalt. Ist der Anwalt. Aber wir sind kurz davor. Wir sind kurz davor. Und das möchte ich euch sagen, was ich mache, um das immer wieder umzuändern. Ich drehe das halt immer. Ich drehe das immer, weil ich weiß, dass wenn ich es nicht drehe, es sich gleich negativ manifestiert. Weil ich habe die Nachricht vom Anwalt mitten im Theater bekommen beim Musical. Ich war beim Musical, habe Sister Act geguckt und bekomme so einen Monolog von der Rechtsanwaltskanzlei. Und ich musste in der Nacht sogar meinen Anwalt anrufen, einen Medienanwalt sogar, der wirklich teuer ist, damit ich da nicht in irgendwelche Probleme bekomme. Und was machen wir? Kurz umdrehen und ich habe gesagt, es ist alles gut. Weil die haben mir gedroht, alle YouTube-Videos rauszunehmen. Die haben gesagt, sie müssen alle Videos rausnehmen. Da habe ich gesagt, ich nehme hier gar nichts raus, habe ich gesagt. Ich nehme hier gar nichts raus. Nicht ein einziges Video nehme ich raus. Was ist passiert? Gar nichts ist passiert. Ich habe kein einziges Video rausgenommen. Weil ich in dem Moment kurz mal in mich gegangen bin und habe gesagt, Tanja, du kannst dir 5 Minuten Zeit geben, jetzt darüber zu debattieren und es scheiße zu empfinden. Aber in dem Moment, wo du es noch länger beibehältst, negativ bist, kommst du da nicht mehr raus. 5 Minuten, okay. 5 Stunden, ah, wird arg. Das weiß ich. Wenn ich jetzt noch 3 Tage dranhänge, habe ich es manifestiert. Scheiße, es wird scheiße. Jetzt wieder der Anwalt. Jetzt müssen wir wieder schreiben. Zack, ich habe eine neue Gewohnheit erschaffen. Genauso wie mit den High Notes. Einige von euch haben eine neue Gewohnheit erschaffen. Ich habe Angst vor den High Notes. Dieses Mal hat es nicht geklappt. Ich weiß nicht warum und so weiter. Deswegen lernt bitte in dem Moment, wo eine Situation entsteht, sie erstmal umzudrehen. Macht eine neue Story. Und diese Story redet ihr euch auch dann so ein. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass sie jetzt positiv ausgeht, ist wahrscheinlich. Genauso nach Murphys Law. Der Physiker Murphy hat gesagt, die Wahrscheinlichkeit, wenn du was Negatives Also, wenn du was Negatives aussprichst und du hast eine negative Wahrscheinlichkeit, wird sie kommen. Sie wird passieren. Von 5 Möglichkeiten und ihr sucht euch die negative raus, sie wird es sein. Das könnt ihr googeln.
Deswegen für euch umdrehen, neuer Glaubenssatz. Und das sind neue Affirmationen. Also neue Affirmationen. Ein Glaubenssatz ist ja eine Säule, die ihr habt. Also euer Glaubenssatz ist ja noch tiefer verankert. Ich bin immer wertvoll. Ich werde immer gesehen. Ich werde immer gehört. Das sind ja tiefe Glaubenssätze. Die laufen ja richtig im Unterbewusstsein noch. Also, Affirmationen. Wir haben ganz, ganz viele Affirmationen, die wir dabei, und das Wichtigste ist, ihr müsst selber diese Affirmation für euch schreiben. Und dasselbe gilt auch für das Thema Geld mit Singen. Viele von euch denken, oder Auftritte und Singen. Oder Publikum und Singen. Nicht genug Likes und Singen. Nein, das Publikum findet das richtig geil, was ich mache. Da ich höre, das Publikum schreit nach Zugabe. Oh mein goodness, I love the sound of Zugabe. Ey, ja, das ist es halt. Dieses sich selber ansprechen. Was ich mache an mich, sind Sprachnachrichten. So, das ist das andere. Ich, weil, wenn es mir mal wirklich nicht so gut geht, was ja auch passiert, ja, ist ja klar, mache ich Sprachnachrichten. Und die mache ich, knall ich mir jeden Tag rein. Jeden verdammten Tag. Ich sammle mir zusammen Motivationssachen oder Sprachnachrichten und ich spreche mir die Affirmationen. Und Affirmationen, die ich mir zum Beispiel spreche, sind dann halt eben das, was ich aufgeschrieben habe. Oh mein Gott, du bist so ausgebucht als Vocal Coach. Das ist so eine Affirmation. Eigentlich ist es keine, weil es schon ein Glaubenssatz. Das ist schon verankert. Ich muss das nicht noch laut aufsprechen. So. Aber eure Affirmation könnte sein: Oh mein Gott, nächstes Jahr. Ich habe so viele Auftritte, ich weiß nicht wohin. Ich verdiene so viel Geld mit dem Singen. Ich bringe meine erste Single raus. Meine erste Single wird so geil, ich spüre das jetzt schon. Ich habe Gänsehaut dabei, wenn ich daran denke. Und dann müsst ihr das machen. Ich bin wertvoll genug, gehört zu werden. Ich bin, genau, alles, was ich tue, klingt immer gut. Meine Stimme klingt immer schön. Ich will euch hier nochmal was zeigen von der Dame, von der ich das auch benutzt habe. Mitunter. Das könnt ihr mal so als Referenz benutzen. Meins sind Übungen. Genau. Das ist zum Beispiel was, was ich bin. Das ist natürlich, ja, könnt ihr mal als so. Good. Das ist auf Englisch. I get everything I want now because I said so. I am calm and peaceful now because I said so. I'm living my dream life because I said so. Das ist eine Art und Weise, wie ihr neue Affirmationen rein integrieren könnt. Everything I desire is also desiring me, because I said so. Beispielsweise auf meinem Handy im Hintergrund steht, soweit ihr das lesen könnt, so, das muss ich mal einmal hier wegmachen. Können das einige sehen? Da steht everything always works out in my favor. Weil mein Mindset war so scheiße, dass es sich selber schon vorweg Geschichten gemacht hat. Hey, der Typ, der findet mich uninteressant. Der findet es scheiße. Der findet mein Job ist scheiße. Ich darf gar nicht so viel über meinen Job reden. Ja, nee, er findet, ich bin alt. Ich bin viel zu alt. Der ruft mich nicht an. Der wird mich sicherlich nicht anrufen. Ach, nach dem zweiten Date rufen die mich nie an. Das mach ich schon, bevor ich angefangen habe, den überhaupt zu treffen. Das ist doch krank. Das ist doch krank. Dass ich, bevor ich mich mit dem treffe, schon vorweg sage, der wird mich beim nicht mehr anrufen. Ach, nach dem zweiten Date springen die eh alle ab. Ja, dann brauche ich mich auch nicht mehr. Wir brauchen ja gar nicht auf ein Date gehen, wenn ich bin mir der beste Nostradamus. Ich prognostiziere schon, dass es scheiße wird. Das Publikum wird es schon scheiße finden. Meine Stimme ist scheiße. Ja, dann brauchen wir uns nicht wundern. Dann finden wir deine Stimme auch scheiße. So, das sind so ein paar Beispiele. Everything goes right in my life because I said so. Und das sind Sachen, die ihr umdrehen könnt für euren Gesang. Sprachnachrichten haben mir sehr geholfen. Manchmal mache ich sie morgens an, Motivation an mich. Manchmal lasse ich sie laufen in Zeiten, wo es mir dann halt, wo ich dann es ganz genau dringend brauche. Ein anderes ist Journaling. Und zwar, dass ihr jeden Tag auch mal Erfolge festhaltet in eurer Stimme. Also es nützt, das Problem an der Gesangsreise ist, dass viele von euch selber diese Erfolge nicht sehen oder nicht richtig hören und nicht festhalten. Und das ist ganz wichtig, dass ihr das festhaltet.
Man kann auch ein Dankbarkeitsstimmtagebuch machen. Liebe Stimme, ich bin dankbar, Mann, heute hast du es wieder richtig gerissen, geil gemacht. Hat irgendeiner mal Danke gesagt zur Stimme? Mann, danke, ey, du hast es heute wirklich gut gemacht, du hast heute fantastisch gesungen. Ja? Also, das ist eine Frage. Ja, das Gesetz der Anziehung, absolut. Jemand eine Frage? Okay. Eins der Möglichkeiten sind eben, wie gesagt, ein Dankbarkeitsstimmbuch. Und das ist das, wo man wirklich ganz klar sagt, hey, heute bin ich dankbar für das und das. Heute bin ich dankbar, weil das und das hat geklappt. Viele von euch sind sich gar nicht bewusst, wie wundervoll es ist, überhaupt eine Stimme zu haben. Und überhaupt ist es ein dankbares Geschenk. Viele könnten gar nicht, können ihre Stimme gar nicht nutzen. Viele von uns sind so privilegiert, dass sie das gar nicht merken, wie privilegiert wir eigentlich sind. Manch anderer ist total affront durch Trauma. Es gibt hier Schüler, die hochgradig traumatisiert sind, die überhaupt nicht singen können. Die hier alles dafür geben würden, dass sie überhaupt so weit kommen könnten. Viele sind total mundtot von ihren Partnern oder ihren Elternhäusern. Viele haben gar kein Backup. Viele haben gar keine Leute, die da irgendwie was helfen können. Das ist ganz, ganz wichtig. Das andere ist eben, ja, also es gibt noch mehr Punkte, aber ich will noch einmal ganz kurz zurück. Also ich will heute auch, wir schaffen nicht alle Techniken, ne? Wir gehen noch mal da rein. Als Sängerin bin ich noch nicht da, wo ich sein will, weil keiner an mich glaubt. Ich mich ständig vergleiche, kein klares Ziel habe, es keiner unterstützt, ich mich nicht für gut genug halte, keine Disziplin. Ihr müsst mit euch ins Reine gehen und ganz, ganz ehrlich sein. Warum klappt es gerade nicht da, wo ich bin? Und bei fast 90% würde ich sagen, kein klares Ziel. Und wenn ihr dann ein klares Ziel habt, trauen sich die meisten das nicht auszusprechen. Viele halten sich dann klein. Dann kommt der Punkt, wie ja, ich vergleiche mich mit anderen ständig. Kein Selbstwertgefühl. Keiner glaubt an mich. Ihr könnt nicht erwarten, dass jetzt 10 Leute stehen und euch cheerleadern rund um die Uhr. Gerade bei Erwachsenen, das ist schwierig, ne? Man muss es tatsächlich selber machen, den Inside-Job. So, was ich möchte, dass ihr eure alten shitty Thoughts und Muster lokalisiert und erstmal guckt, woher kommen diese alten Glaubenssätze? Woher kommen alte Glaubenssätze? Wo waren diese Ereignisse, wo sie entstanden sind? Ereignis XY, ich wurde in der Schule gehänselt, ich wurde auf der Bühne ausgelacht. Daraus ist ein Glaubenssatz entstanden. Aus diesem Glaubenssatz entstehen dieses negative Mindset. Dieses negative Mindset führt zu ständigen Kommentieren, ständigen Bewerten, ständig negatives Bewertungssystem. Durch diese Bewertung schränken wir die Muskeln ein. Wir singen mit falschen Taschenfalten, singen mit schlechter Technik, wir sind in der Schnappatmung. Das Zwerchfell ist dauergestresst. Das ist die Kette. Durch das schlechte Singen bekommen wir gesundheitliche Probleme. Der Kiefer ist verspannt. Wir können nicht richtig atmen, was weiß ich, die Zunge ist verspannt und so weiter. Weiter sind gesundheitliche Probleme. Und so zieht es sich immer durch und durch die Kette. Deswegen neue Platte, neue CD. Genau. Ein anderer Punkt ist, dass viele von euch auch immer das Wort Angst benutzen. Streicht es aus eurem Vokabular. Ich benutze das Wort Angst gar nicht mehr. Das Wort Angst hat Angst vor mir, Digga. Jesus Christ, Lord. Buckle up. Das Wort Angst das möchte ich hier nicht hören, weil die Schule heißt starke Stimme und nicht ich habe starke Angst. Dann geh Angst haben woanders, aber das hier ist, ich habe eine starke Stimme, weil ich habe gelernt, diese Ängste zu überwinden. Aber zu einer starken Stimme gehört auch dazu, sich mal in den Spiegel zu schauen und zu sagen, ja, scheiße, ist so. Ja, well, fuck it, ist so. Ja, ich habe Angst vor Heino. Ja, die Heino ist scheiße. Ja, ich hab mein Selbstwertgefühl ist gerade nicht bombastisch. Ja, okay, gebe ich zu. Ja, sehr gut.
Sehr gut, es ist eine Plattform. Sehr gut. Was machen wir jetzt? Wir drehen es um. Und so müsst ihr immer wieder reingehen in den Gesang. Und was anderes, was ihr noch machen könnt, das sind, ich habe ja wie gesagt noch mehrere Punkte, das schaffen wir jetzt heute nicht mehr, aber ein Punkt ist auch, sich positiv bewerten. Das mache ich mit einigen Schülern auch, dass sie sich positiv konfirmieren. Oh, war das geil, wie ich gerade gesungen habe. Oh, Jesus, Lord. Puh, das war schon geil, Tanja, musst du schon sagen, oder? Ja, Tanja, hast Gänsehaut bekommen, oder? Ah, er kutscht den Nies, oder? Wir sind ja die Beine gewackelt, oder? Habe ich gut gemacht, ne? Ich habe das so gut gesungen. Da muss die Helene Fischer dreimal vom Trapez springen. So gut war das. Die hat Angst bekommen. Die hat Angst bekommen. Ihr seht, meine Waffe ist Humor. Aber irgendwo ist das so, so denke ich das auch. So war das nicht, aber ich denke das so. Und wenn ich jetzt in ein Date reingehe, dann sage ich, natürlich ruft er mich zurück. Wie kann er denn auch nicht anders? Na klar. Warte mal, eine geile Sau, Mensch. Ich glaube mir das zu 100%. Zu 100% glaube ich das. In 30 Tagen glaube ich es zu 150%. Aber das sind jetzt nur Beispiele, die ich euch eben mitgeben möchte. Ne? So. Genau. Gibt es jetzt erstmal Fragen? Hat einer mal allgemein Fragen? Ja. Gerne. Manuela, s'il vous plaît. Hallo an alle erstmal. Yo. Hört man mich? Ja. Okay. Und zwar bei mir ist immer das Problem, dass ich dann nicht auftritt, wenn ich auf die Bühne gehe, dann geht bei mir wie so ein Schalter und dann bekomme ich richtig dieses Lampenfieber. Also ich fange an zu zittern und ich kriege das nicht unter Kontrolle, egal wie ich auch in diesen Gesang gehe. Also ich versuche dann irgendwie zu atmen, aber irgendwie ist das manchmal wie so eine komplette Blockade. Ja, da hast du es ja schon gesagt. Da hast du es ja schon gesagt. Aber dann hat es Ja. nicht, ja, ich kenne dich ja, ich kenne ja deinen Gesang, es ist ja nichts Technisches. Also, wenn einer, das ist das große Thema, danke, dass du es angesprochen hast, ist Auftrittsangst, Lampenfieber. Bei Lampenfieber gibt es zwei Möglichkeiten. Die Unsicherheit, die bei Lampenfieber entstehen kann, ist mangelndes Wissen über die Stimme und keine Kontrolle. Das heißt, wenn einer keine Kontrolle über sein Stimminstrument hat, dann entsteht Lampenfieber, weil ich habe keine Kontrolle. Ich weiß jetzt nicht, was ich mache. In dem Moment, und dann hilft Gesangsunterricht, weil du gewinnst Kontrolle. Und dann muss man sehen, ob diese mentale Blockade weg ist. Nehmen wir mal an, ihr habt aber Kontrolle über eure Stimme und ihr könnt die Sachen abrufen, dann ist es was? Es ist eine mentale Blockade. Und das, aber dieses Lampenfieber-Thema ist, Manu, das ist so ein Thema wieder wie, ich bin nicht gut genug. Ich habe Angst, dass mich keiner hören will. Ich habe Angst, dass ich nicht gesehen werde. Ich habe Angst, dass ich nicht, was weiß ich, nicht wertvoll genug bin. Das sind wieder diese alten Sachen. Also es ist quasi wie so ein innerer, unbewusster Glaubenssatz, der immer wieder hochkommt und man es quasi in dem Moment einfach nicht realisiert. Ist das? Weil die meisten von euch, wenn sie Lampenfieber haben, checken nicht, dass es ein alter Glaubenssatz ist, der abgespult wird. Woher denn auch? Weil wir reden ja, wir fangen ja jetzt erst darüber an, den Diskurs zu haben, wie wichtig diese Thematik ist. Aber das ist die Wahrheit. Genau, deswegen, warum sind die Auftritte dann scheiße, obwohl ich technisch gut bin oder obwohl ich doch eine geile Sau bin? Weil da irgendwo im Unterbewusstsein ja irgendwas ja abgeht, wovon wir das gar nicht mitbekommen. Das ist abgespeichert. Das Problem ist bei Lampenfieber, das kriegst du ja nicht weg. Diese ganzen Sachen mit kurzen oder Atemübungen machen. Ich habe das noch nie zu einem meiner Schüler gesagt, weil nach meiner Meinung kannst du jetzt fünfmal Atemübungen machen. Das wird pauschal aber nicht für alle funktionieren. Das ist doch ein Auftritt. Natürlich bist du angespannt. Natürlich ist das aufregend. Natürlich kommt da Dopamin. Warum solltest du dich nicht auch darauf freuen? Es soll ja eine positive Spannung sein. Aber die Problematik ist Kontrollverlust wahrscheinlich auch, nicht gut genug zu sein, nicht gehört genug zu sein. Wenn ihr das Technische ausradiert habt, müsst ihr schauen, ob ihr dann immer noch Lampenfieber habt. Ich habe das Lampenfieber nicht, weil ich habe das Technische ausradiert. Ich hatte früher auch Lampenfieber, nicht so doll. Aber es war auch da, weil mir die Stimme weggebrochen ist, weil ich immer heiser geworden bin. Weil ich hatte kein technisches Know-how. Das heißt, ihr müsst
wirklich überlegen, was sind meine Glaubenssätze, die kommen, die ich nicht merke, dass die da sind. Ne? Ich weiß, das klingt ja, es gibt leider bei sowas keine Sofortlösung, außer gegen manifestieren, gegen affirmieren. Das mache ich auch, wenn ich in Meetings reingehe. Wenn ich hochgradig nervös irgendwo reingehe, dann spule ich die Kassette ab. Ich drücke diesen Knopf, weil ich gleich sonst in so ein negatives Mindset verfalle. Ich drücke jetzt auf den Knopf und ich fahre jetzt die Sachen hoch. Nein, Tanja, es wird richtig geil, das wird richtig Spaß machen, du bist gut genug, das wird schon super sein, mach dir keine Angst, die wollen dich, die haben richtig Bock auf dich. Jetzt, es nützt ja nichts. Andere Möglichkeiten haben wir ja nicht. Denkt immer daran, wie gesagt, ihr braucht mindestens 30 Tage, bis dieses neurologische Wissen sich halt, ja, bis die Synapsen diese Verbindung gemacht haben. Ich weiß nicht, ob ihr mal gesehen habt in der Neurologie, wie Synapsen miteinander verknüpfen. Eine Synapse ist da und bildet Stränge. Sie baut diese Stränge auf. Das ist doch eine neue Information. Ihr müsst sie füttern. Das ist doch wie mit unseren Atemübungen. Keiner kommt hier rein, macht die Atemübung perfekt beim ersten Mal. Warum glaubt ihr, dass das mit dem Kopf auch gleich so ist? Dann wären wir ja alle bulletproof. Ja, meine Lieben. Wir machen jetzt, es gibt natürlich sehr, sehr viel an dieser Stelle zu diesem Thema. Ne? Und genau, es gibt sehr, sehr viel, was man eben machen kann, was man besprechen kann, worüber man spricht. Also, ne? Und das ist ja nur die Spitze des Eisberges, weil mehr, das ist, man könnte stundenlang darüber reden, man könnte noch ganz stark noch reingehen in Trauma und Gesundheit und man könnte noch mehr reingehen in dieses soziale Gefüge noch. Das sind alles Punkte, an denen man noch arbeiten kann. Ne? Wichtig ist es für euch, dass ihr in euer Umfeld mit reinschaut, woher kommen erstmal diese Glaubenssätze? Für heute, welche negativen Glaubenssätze trage ich in mir? Schreib sie auf. Und die erste Lösung, der erste Schritt ist anfangen, gegen zu affirmieren. Und dann ist die Frage, woher kommen die mal? Denkt mal nach, woher kommen die? Und dann fällt euch auf, es gibt mehrere Ereignisse in eurem Leben, die euch geprägt haben. Und das spiegelt sich im Gesang wieder. Und auch im Job und auch im Alltag und auch im Leben. Weil ihr wollt ja natürlich auch auf der Straße auch Selbstbewusstsein haben und selbstbewusst Dinge sagen können. Das funktioniert bei einigen ja auch gar nicht. Viele von euch sind im Alltag ja auch fast mundtot. Das ist doch schade drum. Das ist doch wirklich schade. Und das ist ein Strang. Und da auch unbedingt mal hingucken, in welchen Bereichen in meinem sozialen Umfeld bekomme ich dort Feedback ab und was kann ich dagegen tun? Na? Ja, genau. Also, gibt es noch erstmal Fragen? Hat jemand noch mal, möchte jemand gerne noch mal seine Erfahrung teilen oder hat jemand noch mal was? Ich habe natürlich noch ein bisschen mehr, aber ich will nicht alles raushauen, weil das ist bei uns auch aus meinem Kurs, den ich gerade mache, ein Sänger-Mindset-Kurs, der geht 3 Stunden. Das ist ein Online-Kurs zum Downloaden und da sind ganz viele verschiedene Affirmationen und PDFs da dabei. Das ist auch also copyrighted und da sind ganz viele Sachen dabei in diesem Kurs. Und genau. Ja, Miriam, gerne. Ja, also ich habe eigentlich mehr davor, also ich habe weniger, inzwischen habe ich weniger Angst vor Kritik von Menschen, weil ich ja inzwischen weiß, worum es beim Singen geht und was ich machen soll, um richtig gut zu singen. Aber mein Problem ist halt, ich hatte mal gesundheitliche Probleme und ich habe halt immer wieder Angst, meine Stimme irgendwie kaputt zu machen, vor allem als ich mit Coach Denise Belting gemacht habe, hat alles gut geklappt, also mit ihr zusammen. Aber ich habe halt immer wieder im Kopf, wenn ich das alleine versuche, habe ich halt immer wieder diesen Glaubenssatz, ich werde heiser, ich werde heiser. Und dann auch, wenn es klappt, werde ich auch heiser. Und ja, ich schaffe es einfach nicht, damit umzugehen. Also, weil für mich wäre es einfach traumhaft, das einfach alleine zu schaffen, ohne ständig mir danach Sorgen machen zu müssen, okay, ich habe jetzt vielleicht, als ich das jetzt alleine versucht habe, habe ich vielleicht meine Stimme komplett kaputt gemacht und dann muss ich jetzt wieder einen Termin beim Arzt vereinbaren und ich muss wieder jetzt, der Arzt muss wieder drüber schauen, ob alles noch in Ordnung ist
Und weil ich hatte mal so eine funktionelle Dysphonie und ich will auf, also das ist nochmal, also ich hatte danach bei der Logopädin, also das ist vor, bevor ich hier Gesangsunterricht habe, ist das passiert. Und dann war das ja ausgeheilt, das hat sich normalisiert und ich habe immer wieder Angst, dass sowas nochmal passiert. Und Und das ist auf jeden Fall, ich würde das Wort Angst mal umtauschen mit, ich bin aufmerksam oder habe Bedenken oder so, wobei das auch negativ behaftet ist. Also vielen Dank, liebe, also Miriam, ne? Vielen Dank. Das ist auch ein Thema Gesundheit. Also da müsst ihr selber hinschauen, wenn einer eine Dysphonie hat, ist die Angst natürlich noch größer, heiser zu werden. Ich habe mein ganzes Leben lang Dysphonie gehabt, ich habe bis heute noch eine. Und da ist auch, da schwingt auch immer Bedenken mit, wie viel kann ich jetzt meiner Stimme zumuten? Und dann müsst ihr erstmal von vornherein technisch gucken, auf welchem technischen Stand bin ich jetzt gerade? Habe ich einen klaren Stimmverschluss? Spreche ich klar im Alltag? Weil dann laufe ich weniger Gefahr, dass ich heiser werde bei Belting. Und deswegen muss hier in dem Fall die Technik schon mal sitzen. Und dann natürlich erst nur, wenn das sitzt und man kann die technische Anforderung machen mit Belting, dann geht es darum, auch wieder gegen zu affirmieren. Nein, ich, dass man wirklich, dann sind wir wieder bei dem Punkt, dass man halt, ich singe, ich jedes Mal, wenn ich singe, singe ich mit Freiheit. Ich werde nie heiser beim Singen. Aber hier muss eben die Voraussetzung sein, dass man schon von sich aus weiß, sind die gesundheitlichen Gegebenheiten da. Ne? Meine Logopädin hat was ganz Interessantes gesagt. Und zwar, es gibt, also es gibt ja auch Studien mit Leuten, die man zum Beispiel, da waren, hat man eine Gruppe genommen von 10 Leuten, die, denen hat man Akkorde beigebracht. Und eine andere Gruppe von Leuten, denen hat man diese Akkorde beigebracht, nur gedanklich. Die sollten gedanklich immer wieder diese Tonleiter spielen, ohne ein Klavier zu berühren. Was glaubt ihr, was aus dieser Gruppe passiert ist? Diese Gruppe hat genauso gut gespielt wie die andere Gruppe. Das ist aber keine neue Info. Das habe ich mir jetzt nicht irgendwo aus dem Popöchen gezogen. Das gibt's im Netz. Dann gibt es, meine Logopädin hat erzählt, Tanja, wenn du mental den Muskel auf den Stimmbändern zum Stimmverschluss aktivierst, einfach stumm, dann prägt sich ja die Stimmbänder diese Koordination ein. Macht einfach im Geiste, wenn ihr euch hinsetzt und kurz euch konzentriert, dann könnt ihr zum Beispiel die eine Pobacke zucken lassen, ohne sie aktiv zu zucken, mit dem Kopf. Das Signal geht an, so, Pobacke spannt sich an. Oder irgendwie, ihr könnt das mal testen mit einem Muskel. Ne? Und dieser Muskel, und ihr gebt diese, ihr gebt das Signal und dieser Muskel spannt sich an, ohne dass ihr aktiv in die Kontraktion geht. Und sie hat mir geraten, das auch zu machen mit den Stimmbändern. Gedanklich sie immer anzuschließen, immer schließen, immer schließen. Ja, also wir müssen ja leider an dieser Stelle jetzt einmal Feierabend machen, weil das Thema ist uns sehr, sehr lang und auch sehr groß und sehr umfangreich. Und ich würde euch sehr gerne auch einladen, den Sänger Mindset Workshop euch auch anzugucken. Den gibt es auch auf der Webseite. Der geht 3 Stunden lang und da sind alle Techniken drinne. Das ist alles live aufgenommen, hat mit PDF mit dabei, mit Affirmationen mit dabei, alles mit dabei. Und sehr gerne, also wer auch möchte, kann gerne auch mal eine Einzelstunde buchen zum Thema Mindset, nur speziell. Das ist was ganz Neues, was ich anbiete, was ich ja immer nur im Rahmen mit Jansche angeboten habe. Bei uns war ja Frau Jansche hier und hat, als Psychologin und hat ein halbes Jahr den Starke Stimme, starkes Mindset-Kurs angeboten. Und ich habe mir überlegt, dass ich das eigentlich gerne zukünftig selber machen möchte, weil ich bin viel näher dran an den Schülern und auch an den Problemen, die sie haben und ihren Techniken. Und dadurch, dass ich verstehe, welche Vorgänge abgehen bei den Sängern, möchte ich euch auch einladen, wer also eine Einzelstunde haben möchte, kann sich gerne an mich wenden. Ja, und kann gerne sagen, okay, wir gehen mal nur konkret in das Thema Mindset und Gesang und gucken mal, was wir machen können. Weil das eine ist die Technik und das andere ist der Glaubenssatz, warum kann ich auch nicht damit was Vernünftiges machen? Weil, wie gesagt, ich wünsche mir, dass mehr von euch singen aktiv und auftreten aktiv.
Ja, es müssen ja nicht immer nur unsere The Voice Kids Kinder sein, sondern es sind viele von euch, die sehr talentiert sind, die tolle Stimmen haben und auch schöne Geschichten haben, die erzählt werden können. Und es ist sehr, sehr schade, dass das nicht passiert. Und das sind aber Blockaden. Und wenn ich schon Angst höre und Blockade, ja. Ihr könnt gerne in der starken Stimme Gruppe nochmal, wer sich trauen möchte, in der Schülergruppe nochmal austauschen. Wer von euch hat negative Glaubenssätze? Ihr könnt das mal reinschreiben, damit wir einen Diskurs mal anfangen und das Stigma mal so ein bisschen brechen, dass hier die Probleme einzeln sind. Keiner von euch ist speziell in seinem Problem. Ganz selten. Und ich kenne diese Probleme, weil ich höre sie in jeder Stunde. Glaubt mir, wenn ich es euch sage, 90% von euch haben dieselben Probleme. Zunge, Atmung, Mindset. Es ist immer dasselbe, Leute. Ist immer dasselbe. Und traut euch in der Gruppe zu sagen, okay, wisst ihr was, ich habe einen Glaubenssatz, weil ich wurde als Teenager oder irgendwie auf der Bühne und so weiter. Schreibt es rein, geht in den Austausch miteinander. Und das wird eine große Freiheit auch für euch schaffen, ne? Und feststellen, woher kommen sie, wie weit gehen sie zurück. Und das Erste, was ihr macht, ist, ihr affirmiert erstmal dagegen und ihr dreht erstmal um. Das ist das Erste, was ihr machen könnt. Und dann machen wir irgendwann nochmal ein neues, ein anderes Webinar und gehen nochmal noch einen Ticken weiter in so Trauma und Stimme. Aber die Stimme kann verkümmern, nochmal zum Abschluss, die Stimme verkümmert. Wenn, wir haben hier Schülerinnen, eine ganz junge Schülerin gehabt, 13 Jahre alt. Konnte überhaupt nicht in die Power gehen, konnte überhaupt nicht in die Lautstärke gehen, hat sich herausgestellt, sie kommt aus dem Gewalthaushalt mit Missbrauch und die Stimmbänder konnten sich nicht richtig schließen. Sie konnten sich nicht schließen. Sie sind gekommen, aber sie haben sich nicht richtig geschlossen. Und das war ein Kernproblem. Das ist Trauma auf den Stimmbändern. Wow, damit haben wir zu tun im Job, im Coaching. Wie willst du das machen? Du musst dem Kind zusprechen, Glaubenssätze durchbrechen, aber gleichzeitig bist du ja auch nicht Therapeut, aber gleichzeitig will sie mit Power singen und sie hat kein Selbstbewusstsein. Ja, und die Stimmbänder verkümmern und sie können ja auch dünner werden dadurch. Genauso, wenn du eine Depression hast, senkt sich der Kehlkopf ab dauerhaft. Er senkt sich ab und er bleibt in diesem Abgesenkten. Weil, wenn du 6 Wochen lang trauerst oder Liebeskummer hast, rutscht dir das alles ab runter. Weil wenn man traurig ist, redet man tiefer und wenn man glücklich ist, redet man einen Ticken höher. Der Kehlkopf ist dann höher. Genauso wie man gestresst ist, ist man in der Schnappatmung. Und das sind Dinge, die passieren in eurem Körper und der Körper prägt sich das ein. Der versteht den Unterschied nicht zwischen gut und böse. Der versteht das nicht. Das musst du dem schon ja hier oben sagen. Der Körper kann den Unterschied nicht machen. Ne? Ja, meine Lieben. So. Ich schmeiß euch jetzt raus auf den Donnerstagabend und ich danke allen, die heute mit dabei waren. Ich hoffe, ich konnte ein paar Denkanstoße geben und ein bisschen paar motivierende Sachen. Ihr kriegt das alles hin. Wir gehen auch noch mal rein und gucken und gehen auch noch mal tiefer rein, schauen uns das noch mal an. Und ich möchte wirklich, dass ihr euch realistische Ziele setzt, euch austauscht mit den Glaubenssätzen und dass ihr die Plattform nutzt, ob das jetzt unsere ist beim Konzert. Oder allgemein auch für euch, Social Media. Hier sind so viele tolle Sängerinnen mit dabei und Sänger. Ich möchte die gerne singen hören. Ja? So, und nicht umsonst sage ich immer, Hashtag, du bist nicht alleine, sage ich immer in jedem Video, weil ich glaube an euch. Und sonst würden wir das nicht machen, was wir hier machen. Das machen ja Coach Denise und ich alleine. Und wir würden das nicht machen, wenn wir nicht an unsere Mission glauben. Ne? Und deswegen möchte ich euch da wirklich auch ganz, ganz, ich glaube an euch und ich sehe diese Geschichten jeden Tag von den Sängerinnen, die Turnarounds machen. Ich sehe es. Sucht euch eine Person, die euch motiviert und die euch hilft. Raus aus diesem shitty Mindset. Neue CD ist das neue Stichwort. Drückt den Knopf und drückt mal eine neue Platte. Fahrt mal diese Platte hoch. Und wenn ihr das nächste Mal in Unterricht kommt auf der Bühne, fahrt die Platte hoch. Wie geil wird sie sein? Sie wird so viel Freiheit und Spaß haben. Ihr könnt es euch gar nicht vorstellen. Singen kann richtig Spaß machen und richtig geil sein, richtig cool. Und man kann auch wirklich was mitreißen, ja. Und man kann das auch haben, was man möchte. Absolut, ja. Ihr seid nicht alleine und wir sind ja alle zusammen, sonst würden jetzt nicht 30 Leute ja auch hier sein. Ne?
So. Gut. Deswegen, wir sehen uns im nächsten Webinar, ja? Und wir sehen uns in der Starken Stimme Gruppe. Macht fleißig eure Übung und geht in eure Glaubenssätze ran und eure Affirmation, ja? Und denkt daran, ihr seid eine starke Stimme, ihr rockt das. Ne? So, und nicht nur auch auf der Bühne, sondern auch im Alltag, ne? Arschtritte auch im Alltag verpassen. Gut. Ich sehe euch im nächsten Webinar und ich wünsche euch einen wundervollen Donnerstagabend, meine Lieben. Ich danke euch, ne? Danke, Tanja. Vielen Danke Dank. dir. Gudi. Ciao. Dankeschön. Ciao. Danke. Tschüss. Ciao. Tschüss.